Hey Freunde, in diesem Guide zu Spider-Man 2 holen wir uns schnell die Trophäe Aufsteigen. Dafür müssen wir mit dem Netzflügel vom Finanzviertel nach Astoria fliegen. Natürlich ist es am besten, wenn wir an einem hohen Punkt starten, und zwar an diesem Turm hier. Der befindet sich auf der Karte hier bei meiner Markierung. Und Astoria ist ganz oben rechts auf der Karte. Und dort setzen wir eine eigene Markierung hin, also eine weiße, damit wir wissen, wohin wir fliegen müssen. Oben auf dem Turm könnt ihr ungefähr da, wo die Rauchwolke ist, sehen, dass da Windböen sind. Und genau dort fliegen wir jetzt hin, denn wir müssen Windkanäle benutzen, um nach Astoria fliegen zu können. Also springt einmal in die Luft, drückt dann direkt Dreieck für die Netzflügel und los geht's. Wenn ihr in der Windböe seid, dann werden diese Kreise erscheinen und ihr fliegt da am besten immer durch, denn dann bekommt ihr einen Boost und bleibt auch in der Luft. Ihr müsst gar nicht jeden Kreis treffen, aber versucht auf jeden Fall so viele wie möglich zu treffen. Hier am Wasser müssen wir leicht nach rechts abbiegen, denn dort ist schon die nächste Windböe und dann machen wir einfach das gleiche. Also die Entfernung ist ungefähr 2,5 Kilometer und das geht eigentlich ganz fix hier. Dieser Netzflug in Kombination mit den Windkanälen ist auf jeden Fall die beste Methode, um hier sowieso in der Stadt rumzureisen. Also das geht auf jeden Fall viel schneller, als wenn ihr durch die ganze Stadt rumschwingt. Wenn ihr in Astoria angekommen seid, bekommt ihr sofort die Trophäe Aufsteigen. Und das war doch eigentlich ganz leicht und lustig. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch gefallen und geholfen. Falls ja, lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis bald. Bye, bye.